Tattoos. Ihr seht schon, hier sind die Donuts. Ey, schaut mal, Leute, das ist schon so schwer, dass das hier richtig am Wackeln ist, der Wagen. Coole Pizza. Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und zwar gibt es heute ein richtig krasses einen Tag nur in Formen essen Video. Ihr seht schon, heute mit dabei sind Leontin, Marvin und ich. Und wir haben hier drei Formen. Einmal natürlich Dreieck, Kreis und Quadrat, Leute. Wir werden jetzt hier gleich mit diesen Boxen auslosen, wer bekommt welche Form. Und dann muss man einen ganzen Tag lang nur diese Form essen und trinken, Leute. Das wird also richtig schwer. Wir zerknüllen jetzt einfach mal hier diese drei Formen. Und dreimal. Jetzt öffnen wir hier diese ganzen Boxen und tun einfach per Zufall irgendeinen Schnipsel, weil, also ja, wir vertauschen das jetzt hier sozusagen ein bisschen, machen die rein und dann schauen wir gleich zusammen, wer bekommt welche Form. Also Leute, jetzt sind die Sachen per Zufall hier drin und ich würde sagen, wir starten mal mit Leontin. Welche Form bekommt er, Leute? Oh mein Gott, ich bin gespannt. Oh mein Gott, er bekommt auf jeden Fall viereckiges Essen für einen Tag. Let's go. Und Dreieck, Leute. Okay, das heißt, ne, ihr wisst, was ich bekomme. Ich bekomme auf jeden Fall Kreis, Leute. Das heißt, Leute, ich gehe jetzt auf jeden Fall los, darf einen Tag nur rundes Essen essen und die anderen eben die anderen Formen. Let's go. Also, Leute, ich werde jetzt als allererstes zum Candy Store fahren, als mein Frühstück. Warum? Ich habe einfach Bock auf Süßigkeiten gerade, Leute. Und ganz, ganz wichtig, ich habe auch ein paar Sachen mitgenommen. Denn, Leute, ihr seht auch schon, der neue Burger Pommes Paul Burger Merch kommt am 9.3. um 10 Uhr zusammen mit dem neuen Burger Pommes Song raus, Leute, auf meinem Kanal. Ihr seht schon, dazu gibt es diese Burger Pommes Song CD, wenn ihr auf jeden Fall auch den Merch oder wenn ihr auf jeden Fall den Hoodie oder das T-Shirt Paket holt, Leute. Richtig geil, da ist auch der Song drauf. Dann die Autogrammkarte von iCrimex, Marvin und von mir. Und natürlich die Paul Burger Limo, Leute, die gibt es auch dazu. Außerdem ein goldenes Ticket für einen glücklichen Gewinner, der mit iCrimex, Marvin und mir zusammen aufnehmen darf, Leute. Also seid auf jeden Fall auch ultra gehypt auf den Burger Pommes Song. 9. März, 10 Uhr, Leute, jetzt geht's los. So, Leute, jetzt bin ich erstmal in Zwiffers angekommen. Und sie gibt ja auch hier... So. Achso, ich muss durch den Eingang rein, weil da gibt es ja auch so Süßigkeiten, da bei den Kassen, also genau da hinten und da ein bisschen. Deswegen werde ich erstmal jetzt schauen, was es jetzt so Viereckiges gibt, weil ich darf hier ja nur viereckige Sachen nehmen, aber nur zum Essen. So, und das ist viereckig. So Leute, ich habe mir überlegt, hier so eine Pizza, die ist ja quadratisch. Da nehme ich so ein Stück Pizza, das kann ich ja noch essen, weil das ist ja auch quadratisch, darf ich ja. Deswegen würde ich sagen, hole ich mir jetzt hier erstmal so ein Stück Pizza, Leute. So, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen bei Candy Store SFD, ihr wisst Bescheid. Und jetzt gehen wir hier erstmal rein und schauen, was wir hier alles Rundes finden, Freunde. Also, ich bin mal sehr gespannt, Leute. Takis kann ich schon mal nicht nehmen, weil ihr wisst, die sind so länglich. Das geht auf gar keinen Fall. Alter, so Cookies, Digga, würden perfekt gehen. Alter, M&M-Cookies, Bro. Digga. Das ist einmal der Cookie-Rund und die M&M's nochmal selbst. Richtig geil. Skittles kann ich hier auch nehmen. Und zwar die Crazy Sour nehme ich auf jeden Fall mal, Leute. Digga, ey, ich habe hier richtig viel Auswahl heute, sage ich euch ganz ehrlich. Guck mal hier weiter. Ich glaube sogar, no joke, Leute, ich habe richtig Glück gehabt heute mit dem mit der runden Form. So, Leute, so einen Durstlöcher nehme ich mir auch. Boah, ich habe jetzt so Lust auf Durstlöcher. Alter! Zungen-Tattoos. Und so Pizza nehme ich mir auch, weil wegen der Verpackung. Jetzt nehme ich noch Alter Burger Pommes. Ja, Mann. Alter. So, Leute, ich habe jetzt hier mein Stück Pizza. Ich würde sagen, ich setze mich jetzt hier erstmal hin. Dann fetze ich die erstmal. Boah, die sieht richtig lecker aus. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Pizza mögt. Ich liebe Pizza. Alter. Cookie Dough mit M&M's, auch richtig geil, aber ist jetzt, ja komm, ist nicht so perfekt rund, würde ich sagen, wobei, eigentlich würde ich sogar schon zählen, ne? Komm, ich nehme einfach mal mit, Leute. Okay, Leute, jetzt nochmal zweiter Versuch, jetzt hat es auch geklappt mit dem Lolli. Digga, der ist perfekt rund, Alter, richtig, richtig geil. Auf jeden Fall, oh mein Gott, Digga, die Mr. Beast Schokolade, die würde ich so gerne mitnehmen, aber die ist nicht rund, Leute. RIP, Mann, da hätte ich auf jeden Fall was anderes bekommen müssen. So, Leute, jetzt werde ich erstmal richtig den Durstlöcher fetzen, Alter, ey. 3, 2, 1, BAM! Oh, gut, zum Glück. So, Leute, ich würde sagen, ich werde jetzt mal weiter gucken, was ich jetzt von mir dazu zu essen hole. Ich habe richtig Hunger, sag ich euch schon.
Aber quadratisch ist doch so, oder? Das ist ja keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was das ist, ey. Könnt ihr mir mal helfen? Schreibt mir das mal in die Kommentare, Mann. Die Frage ist, oh, ja, Schokobons. Aber warte, die haben bestimmt Schokobons Crispy, Leute, oder? Haben die Schokobons Crispy? Schokobons Crispy, Digga! Oh mein Gott. Guck mal, die gibt's auch in so einer Mini-Tüte. Ich glaube, das reicht sogar jetzt. Ich teste mal die Mini-Tüte, Leute. Richtig geil. Alter, die Watermelon-Rings, Digga. Für den Melonenkopf, Lukas. Perfekt, Digga. Alter, hier haben wir noch richtig geile M&M-Sorten. Bro, ich habe so viel Auswahl. Unfassbar. Kinderjoy, ganz wichtig, nehmen wir. Auf jeden Fall ist auch rund. Ja, Digga, ist perfekt, Alter. Besser hätte es nicht laufen können. Oh mein Gott, so viele geile Sachen. Und jetzt, ich glaube, noch ein Getränk, Leute. Und dann bin ich hier erstmal fertig. Oder ja, so Mentos würden sogar auch gehen. Jetzt ist die Frage, Leute, beim Getränk. Wie zählt das? So, Leute, das sind einfach perfekte Quadrate, wenn ich die so teile. So, ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat, aber die Frau hat mir jetzt gerade geholfen. Und quadratisch ist einfach ein Kreis und ein Viereck, hat sie gesagt. Ich muss mal gucken, ob die jetzt auch mal hier den neuen Gönnergy haben. Ja, weil das ist ja auch ein Kreis. Das darf ich auch essen und trinken. So, mal gucken, was die jetzt hier noch so Geiles haben. Wenn die unten rund sind, zählt das als rundes Getränk? Ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Wir haben hier zum Beispiel richtig viele Prime-Sorten. Ihr seht das, auch Prime-Orange. Aber ich könnte auch einfach... Digga, wisst ihr was, Leute? Ich nehme hier einfach die goldene Fanta. Digga, ich nehme einfach hier die goldene Fanta. Ich würde sagen, komm mal, das ist rund von unten. Das zählt doch safe, oder? Dann geht so ziemlich jedes Getränk, nämlich, Leute. Let's go, Leute. Die Sachen nehme ich jetzt. So, Leute, jetzt mache ich erstmal diese... wie heißt diese Zungen-Tattoos? Und schreibt mal in die Kommentare, welche ihr am besten findet. Also ich persönlich mache ich mir jetzt erstmal dieses Fies. So, Leute, ich habe jetzt eine Idee, und zwar, ich nehme jetzt erstmal so eine Fanta mit. Die darf ich jetzt noch nicht trinken, aber ich zeige euch gleich einen Trick, Leute. Dann kann ich gleich trinken. Die nehme ich erstmal mit hier. Ist auch ganz wichtig. Ach, was soll denn da? Ich nehme da einfach mal jede Sorte mit, Leute. So, Leute, ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal hier die goldene Fanta. Und... Oh, Digga, let's go, Mann. Oh, die sieht ja richtig, richtig geil, Digga, aus. Muss ich wirklich sagen, Leute. Alter! Die ist so geil, Junge. Bruder, schmeckt die heftig. Übrigens, Leute, wusstet ihr, dass Fanta hier von Coca-Cola ist? Das wussten, glaube ich, echt viele noch nicht. Aber ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mal weiter. Und zwar haben wir hier diese richtig geilen M&M-Cookies. Die habe ich noch nie gegessen. Also wirklich noch nie probiert, Leute. Und ich würde sagen... Wir öffnen die jetzt mal und testen. Das ist kreisrund, genau wie die Challenge heute. Mmh. Richtig geil. Jetzt habe ich erstmal die Pizza ausgepackt. Alter, sieht die lecker aus. Ich mache jetzt erstmal so einen Kloppen. Mmh. So, dann nehme ich mir jetzt auf jeden Fall noch hier so ein paar Joghurts. Die sind auch richtig geil. Hier der Monte. Da müsst ihr auch alle Ecken gleich lang sein, ne? Dann nehme ich den auch noch mit. Let's go. Dann kommen wir jetzt zu Skittles. Jeder kennt Skittles, oder? Alter, Leute, schaut mal. Digga, die sind genauso aus irgendwie wie M&M's, ne? Also irgendwie, die sind genauso wie M&M's, aber haben so ein S drauf, ne? Und sind perfekt rund, Leute. Boah, geil. Mm, ja. So, Leute, jetzt würde ich erstmal sagen, ich esse auch erstmal... Burger. So, Leute, jetzt habe ich erstmal den Burger endlich aufgekriegt. Hey, die sehen aus so wie so Pizzastücke. So, so ein Durstlöscher. Kaugummi nehme ich auch noch mit. Den darf ich nicht trinken, weil der ist nicht quadratisch, aber das werden wir gleich auch noch ändern. So, ich kaufe sie jetzt, nehmen wir uns gleich, Leute. Sagen wir die hier. Das sind so runde Watermelon Rings, Leute. So sehen die aus. Also, Leute, jetzt die Watermelon Rings. Ich sag ehrlich, die schmecken ein bisschen komisch. Die Schärfe kickt und trotzdem schmecken die nach Gummibärchen und Wassermelone. Ich muss sagen, das hebe ich mir nochmal für später auf. Wir gönnen uns auf jeden Fall nochmal den Lolli. Alle und Schokobons Crispy will ich jetzt auf jeden Fall. Alter, die Tüte poppt nicht, Leute. Was ist das denn? Alter, Leute, wir sind jetzt im Supermarkt und schaut mal, was es hier einfach gibt. Hä? Wo bin ich? Lol. So, Leute, ich habe jetzt hier den Einkauf. Zeige ich euch was, und zwar wo ich den hier, weil der ist ja quadratisch. Und zwar so, das raus. Jetzt nehme ich hier die ganzen Getränke und mache die da alle rein, weil dann ist ja alles gleich lang. Dann kannst du trinken, Leute, das ist der Lifehack. Es gibt so leckere Sachen, die rund sind. Oh ja. Schokobons Crispy. Oh ja. Die sind so viel geiler als die normalen. Ich schwöre es euch. Wenn wir es als letztes nochmal. Den Lolli. Oh mein Gott, das ist geisteskrank, hä? Oh, Alter, der hat nicht was gekriegt. Oh mein
aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal weiter und schau mal, was es hier so quadratisches gibt. Alter. Boah, das wird richtig geil. Und zum Schluss dann noch Bubblegum. Boah, ich glaube, das wird richtig geil. Ich habe das richtig gut. Ich habe da ein richtig gutes Gefühl. Schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr? Boah, richtig nice, ey. So, jetzt sind ja alle Seiten gleich lang. Leute, schreibt es mal in die Kommentare, was denkt ihr? So. Boah, ist geisteskrank, sage ich euch. Boah, geil, Digga. Wie sieht das denn aus, Digga? Oh mein Gott. Oh, Alter. Ey, das schmeckt richtig geil. Ich esse jetzt erstmal Lolli fertig. Let's go. Hä? Alter, ich glaube, das hier ist sogar so, ja, das ist rechteckig. Hä? So, Leute, ich würde sagen, jetzt mal zeige ich nochmal, was ich esse. Und zwar überlege ich jetzt zu McDonald's. Let's go, Leute, nehme ich euch jetzt mit. Richtig nice, davon ist McDonald's. Boah, ist richtig schlechtes Wetter geworden, ey. Wirklich. Lassen jetzt schnell alle rein, Leute. Ihr wisst Bescheid. Hashtag Team Burger Pommes in die Kommentare, Leute. So, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall bei Metro. Und jetzt wird auf jeden Fall richtig fett geshoppt, Leute. Hier gibt es diese XXL-Süßigkeiten, Boxen und so weiter. Und da werde ich jetzt natürlich schauen, dass ich richtig geile, runde Sachen finde. Vielleicht auch mal in so ein paar anderen Abteilungen, Leute. Ich würde sagen, let's go. Alter, diesen geisteskrank rechteckig. Die nehme ich auch natürlich noch mit. Alter, Leute, schaut mal, Pookie ist auch hier. Moin, Pookie. Was geht? So, jetzt erstmal reingehen hier. Boah, richtig fett essen gönnen und so. Ihr wisst Bescheid, let's go. Ganz richtig Burger Pommes, Leute. Da zeige ich euch gleich auch einen Trick. Schaut einfach selber, ich darf ja nur so viereckiges essen. So, Leute, auch perfekt runzen die ganzen Pfannen. Und ich werde mir jetzt eine XXL-Pfanne vielleicht mal holen. Vielleicht die hier. Leute, damit ich auch mal hier, ne, ordentlich so eine geile Pizza braten kann oder sowas. Das hört sich gut an. So, Leute, jetzt hole ich mir noch diese Leibniz-Pizza. Dann nehme ich jetzt so Burger. Erstmal hier Hamburger. Da würde ich sagen, nehme ich erstmal auf entspannt 5 Stück. Oh mein Gott, Leute, wir haben hier richtig fette Fanta-Paletten und Sprite sogar in der Dose, Bro. Wir haben auf jeden Fall alle möglichen Getränke hier, Leute. Und wir müssen ja runde Getränke nehmen. Und ich würde sogar sagen, ein rundes Getränk ziemlich ist Orangina. Weil ihr seht schon, die Flasche ist so rund. Deswegen nehmen wir die auf jeden Fall mal mit. Das hier. Und jetzt gehen wir auch gleich in die Süßigkeitenabteilung. Darauf habt ihr sowieso gewartet, Leute. Das kann ich mir auch noch holen. So, Leute, und zwar, passt auf. Ich zeige es dir jetzt leider erstmal in der ganzen Burger erstmal alle raus und die Pommes. Verlasst ihr ja nicht gleich. Wir machen jetzt erstmal alle 5 aufeinander, würde ich sagen. Oh mein Gott, Leute, jetzt sind wir in der XXL-Süßigkeitenabteilung. Und zwar habe ich schon als allererstes direkt die Tennisbälle hier gefunden. Das sind perfekte kleine runde Bälle, also optimal für die Challenge. Dann haben wir auf jeden Fall einmal hier diese Zombie-Packs, Leute. Zack. Machen wir schon mal beides kurz in den Wagen. Ich nehme jetzt hier nochmal so einen Eimer Popcorn mit einmal. Richtig geil, Leute. Ey, es gibt hier einfach, es ist wie im Himmel, Leute. Es gibt hier so krank viele Sachen. Und das alles in diesen riesen Packungen. Natürlich müssen wir trotzdem gucken, dass wir jetzt runde Sachen kaufen. Ich glaube, das zählt auch als Kreise. Wir nehmen nochmal hier so ein geiles Chupa Chup Pack. Boah, Digga, guckt euch das mal an. Digga, 200 Chupa Chup Lollis nehmen wir mal mit. Brauchen wir natürlich auch. Ey, schaut mal, Leute, das ist schon so schwer, dass das hier richtig am Wackeln ist, der Wagen. So, Leute, jetzt werde ich mir auch erstmal so Brause, oder wie man das auch immer nennt, weil ich mag nicht so Brause, aber ich werde es mal probieren. Boah, ganz wichtig, Leute, in der Burger Pommes ist Bescheid, immer die Pommes da oben drauf klatschen. So, machen wir jetzt auch noch rauf da, weil schaut jetzt noch nicht ganz gleich, aber ich zeige euch gleich einen Trick. So, wir machen jetzt erstmal alle 5 Burger aufeinander. Da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, nächste Abteilung gibt es zum Beispiel so riesen M&M-Packs und so weiter. Das ist geisteskrank. Oder diese riesen Toblerone. Das ist, ey, das wäre perfekt dreieckig, ne? Für Marvin, Leute, schaut mal. Aber ich muss auf jeden Fall jetzt hier die nächsten runden Sachen finden, Leute. Und Bruder, schaut euch mal diese Auswahl hier an. Und, boah, so kleine Mini-Burger, Digga. So ein paar Mini-Burger-Pommes, ne? Die nehmen auf jeden Fall 100%, Leute. Ihr wisst, Burger-Pommes! Alter, Hitchi-saure Drachenzunge. Ja, ist auch gut. So, jetzt haben wir erstmal einen richtig fetten Burger-Pommes-Turm. Ich würde sagen, Leute, wir müssen jetzt natürlich auch schon ein bisschen drücken, so von allen Seiten, wisst ihr? So, und dann hier noch ein bisschen, sodass der auch komplett alles gleich ist. So, und jetzt fetzen wir den erstmal richtig weg hier, ne? Ihr wisst Bescheid. Boah, schreibt mal gerne in die Kommentare, McDonald's, ich muss sagen, richtig geil. Reicht ein 10 von 10. Der ist richtig geil, der Burger-Pommes. Ey, Leute, glaubt nicht, was wir hier gefunden haben. Und zwar schaut mal, Oreo-Donuts, Digga, richtig fett. Mars-Donuts und so. Ultra krass, Digga. Ich glaube, ich nehme mal die Oreo-Donuts mit, Leute. So, Leute, ich hatte jetzt noch eine richtig krasse Idee. Ich nehme jetzt einfach Toastbrot und mache einfach alles drauf. Also, ey. So, Leute, ich habe jetzt die ganzen Burger weggefetzt. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal weiter.
Let's go. Mal schauen, wo ich jetzt hingehe. Boah, ist glaube ich gar nicht so einfach. Aber ich habe ja noch einen Trick, den habe ich vorhin euch noch gar nicht verraten. Leute, let's go. Jetzt geht's erstmal in Candy Shop. Ich habe richtig Bock. Ich weiß noch nicht, welchen ich da gehe, aber Burger Pommes hat richtig gefetzt, sag ich euch. Ich habe den Burger einfach so zusammengedrückt. Ist alles gepasst da, Leute. Let's go. Jetzt geht's erstmal weiter. So, Leute, ich gönne mir jetzt noch mal eine fette Melone für meinen Melonenkopf. Ihr wisst es. Ich glaube, die ist gut, oder? Hört sich gut an, Leute. Die nehmen wir mit. So, Leute, jetzt werde ich erstmal so halt, also ein Sandwich machen. Ey, das ist schon so eine richtig gute Idee. So. So Leute, ihr seht schon, da ist ein Haribo-Store. Ich werde jetzt erstmal in den Haribo-Store gehen, Leute, und dann erstmal ein paar Süßigkeiten holen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr holen. Das Ding ist, ich darf heute leider nicht filmen. Deswegen muss ich jetzt einmal so reingehen, Leute. Ich kann da nicht drin filmen. Aber wir sehen uns dann gleich, wenn ich drin bin, Leute. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Jetzt haben wir hier alles am Start für die nächste Mahlzeit von uns. Und ich würde sagen, wir graben uns erstmal hier so ein paar Tennisbälle, Leute. Alter. Das ist richtig hart. So, ich hab so, 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 und so, so, und so. So Leute, let's go. Ich werde sagen, ich gehe jetzt erstmal rein und gucken, was wir so alles haben. Richtig nice hier, schaut mal einfach. Boah, ist das fett hier, das ganze Essen, ey. Boah. Ey Leute, ich habe gerade so 20 Minuten auf den rumgekaut, Digga, die haben gar nicht geschmeckt. Also ist nicht so meins gewesen, aber die feiere ich ultra. Und zwar die blauen Kracher hier von Marwam. Let's go. Oh ja. Zack, Alter, ich glaube, das wird so lecker schmecken. Oh, Brause darf ich leider nicht essen. Aber egal. Jetzt klappe ich das erstmal zu. Boah, ich habe eine Idee. Ich hole mal so eine Box. Ich mache da alles dran und drücke ich die einfach so, dass die einfach quadratisch ist. Okay, Leute, zwischendurch mal hier ein bisschen Popcorn. Ich weiß, es sind keine perfekten runden Kreise, aber ich würde sagen, das zählt schon als rund. Boah. Ey, das riecht genau wie im Kino, Bro. Mmh, ey, das schmeckt richtig gut, ey. So, ich habe jetzt so Schlümpfe drin und so Regenbogenschlangen. Ich würde sagen, ich nehme jetzt noch so Goldbeeren hier. Boah, die sind auch richtig fett hier. Das mische ich gleich auch noch ein paar von. Let's go, Leute. Boah, Alter, Digga. Ich liebe diese Mini-Burger-Pommes. Leute, Mini-Burger-Pommes. Mmh, die sind richtig geil. So Leute, ich bin jetzt da raus beim Haribo Store. Das sind jetzt meine Süßigkeiten. Das ist ja noch aktuell noch alles ein bisschen zu dick, ne? Aber ich habe überlegt, ich drücke das einfach ein bisschen platt, dass das auch alles quadratisch ist. Moment. So, jetzt kann der Lukas auch nicht meckern. Jetzt setze ich mich da vorne und fetze ich erstmal richtig Süßigkeiten weg, Leute. Ich habe richtig Bock darauf, sage ich euch. Okay, Leute, dann haben wir noch das her, zum Beispiel. Ultrasaure Bälle. Hier steht super sauer. So sieht das aus, hier ist so ein komischer Fleck, Digga. Ist das normal? Nee, okay, Leute, das hat nicht so einen komischen Fleck. Oh! Nee. No joke, schmeckt gar nicht, Bro. Und jetzt nehmen wir uns nochmal von dem Chupa Chup Baum, würde ich sagen, so ein paar raus, Leute. Und die probieren wir jetzt mal alle. Let's go. Okay, Leute, wir haben jetzt hier die Chupa Chups. Und jetzt bin ich mal richtig gespannt, wie die schmecken werden. So, Leute. Richtig lecker, Leute. Richtig gut. So, Leute, jetzt fette ich erstmal richtig weg. Schmeckt ein bisschen sauer. Ein bisschen nach Schokolade. Boah. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Süßigkeiten findet. Ich liebe die ja über alles. Wie gesagt, das ist jetzt alles quadratisch. Da kann Lukas jetzt auch nichts sagen. Fetzt das erstmal alles geschockt hier. So, Leute. Und jetzt haben wir hier noch die riesige Oreo-Donut-Palette. Ey, da bin ich geisteskrank gespannt, wie das schmecken wird, Leute. Ich hoffe mal, dass die jetzt ein bisschen getaut sind schon. Ah, noch ein bisschen kalt sind die. Digga. Alter. Geisteskrank, Bro. Oh Leute, ich habe die ganze Süßigkeit auch alle weggefetzt. Wie gesagt, war alles quadratisch. Das wäre erlaubt. So, let's go. Ich würde sagen, ich gehe jetzt echt weiter. Also Leute, jetzt, wie gesagt, die Wassermelone. Wir machen mal hier einen Stich rein. Oh, Digga, Leute, das ist eine richtig geile Melone. Und ich würde sagen, ich schneide die mal. Oh, Alter, Bruder, ist die geil. Aber ich glaube, das ist ein So, Leute, ich gehe jetzt erstmal hier noch in den Candy Shop rein. Let's go. Mal gucken, ob hier noch irgendwie ein paar geile Süßigkeiten haben, die ich irgendwie so fetzen kann.
Und jetzt kommt der Geschmackstest, Leute. Ist die Melone gut? Guter Melonenkopf gewesen oder nicht? Zum Glück habe ich Kreis bekommen. So Leute, jetzt werde ich erstmal auf so ein Kit holen. Alter Digga, oh mein Gott. Jetzt mach so Swiss Miss Lucky Charms. Alter Digga. Boah, ich brauche durch irgendwas, was so alle Ecken gleich hat. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Muss mal ganz kurz gucken. Boah, das sind so leckere Sachen hier alles. Okay, Leute, für die nächste Mahlzeit sind wir jetzt natürlich einfach mal hier zu Burger Pommes gefahren, Leute. Zu Burger Pommes oder auch McDonald's. Leute, ganz wichtig, wir werden auf jeden Fall mal hier einmal richtig geil runde Sachen bestellen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, hier gibt es sehr viele runde Sachen zum Glück. Wir machen natürlich hier einmal zum Mitnehmen, wie immer. Leute, jeder Burger ist rund, das heißt, wir haben eigentlich freie Auswahl. Und ich würde deswegen sagen, dass wir hier einfach mal einen Cheeseburger nehmen. Und zwar, ah nee, warte mal, wir nehmen direkt Cheeseburger-Menü, Leute. Cheeseburger-Menü, wegen Burger Pommes bauen. Nochmal ein Cheeseburger. Komm, ich glaube, die Chili Cheese Snacker, die gehen schon als rund durch, würde ich nochmal sagen. Alter, Digga, Rainbow Donut, den nehmen wir nochmal, Leute. Und jetzt bezahlen wir, Leute, und dann fetzen wir gleich richtig weg. So, Leute, jetzt habe ich erstmal alles aufgebaut. Alles ist mega eklig. Alter, aber als allererstes fetze ich erstmal hier die Torten. Nicht richtig gelebt hier. Oh, warte, ich habe eine Gier. Oh, Leute, ich nehme das hier mit. Und dann knete ich das Ei gleich einfach. Ist ja richtig fett, ey. Oh mein Gott, bin ich schlau. Okay, das erste habe ich schon mal. So, Leute, wir sind jetzt hier in unserem Zuhause und jetzt wird erstmal richtig weggefetzt, Leute. Alter, ich freue mich unnormal. Ich habe richtig Hunger schon, weil ich habe bisher ja nur Süßigkeiten gegessen und eine Wassermelone. Auf jeden Fall ein bisschen entspannter hier unterwegs. So, Miniturm gebaut. Dann haben wir hier, wie gesagt, die, ich würde sagen, die sind, wobei die sind schon fast eher dreieckig, ne? So, Leute. So, Leute, ich habe hier gerade ein paar Zuschauer getroffen. Hashtag Team Burger Pommes! Die Burger Pommes! Ich kenn dich gar nicht, aber ja! Oh mein Gott. Boah, ja, doch. Digga, ja, okay, ich bin ehrlich, die sind eher dreieckig, Leute. Das war ein kleiner Fehlkauf, tut mir leid. Probier es aber als allererstes Ding. So, Leute. So Leute, ganz wichtige Sache, ihr müsst jetzt mal alle meinen Kanal abonnieren, damit so Leute wie der gerade eben mich auch mal kennen. Aber ich habe jetzt hier im Candy Shop mein Essen geholt. Das fetze ich jetzt erstmal. Digga, ey, macht ihr dann ein Foto und kennt mich nicht mal. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. So Leute, ich mache das jetzt schön viereckig, dass da alles gleich ist. Okay Leute, also ich habe jetzt auf jeden Fall den anderen Kram schon gegessen. Auch die Pommes habe ich alle in den Burger noch reingesteckt. Und ja, die Chili Cheese, da hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich finde, die sind doch dreieckig. Ihr seht schon, hier sind die Donuts. Ein Donut habe ich leider, ja, ist auf jeden Fall nicht mehr da gewesen von den Rainbow Donuts. Aber ist nicht schlimm. Ihr drückt jetzt die Donuts zusammen, weil jetzt kann man die besser essen und schmecken ja genauso, wenn man die zusammendrückt, wie sonst auch. Richtig geil. Ja, kann Lukas auch immer nicht mehr meckern. Richtig geil. So Leute, ich fetze ihn jetzt komplett weg. So, Leute. Donut auch weggequetscht. Ich glaube, heute packe ich gar nichts mehr, Leute. Ich glaube, meine Challenge ist hiermit abgeschlossen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die anderen auch richtig krasse Sachen gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher. Mal gucken, Leute. Lasst einen fetten Like da. Kostenlos Abo. Bis dann. Genießt den Song, wenn er kommt. Ciao, ciao.